You spin my world around, cause you're the piece I finally found. You sweep me off my feet, my heart stops to beat, cause you make it, cause you make me, make me. Hallihallo Leute und willkommen zurück. Ja, heute stelle ich euch die neue Pistole vor. Die neue Shotgun vor, die zwei Takter. Vom Prinzip her finde ich die ganz cool. Leider kann ich die nicht mit vollen Perks zeigen, weil ich keinen Vorteils-Plus mehr habe. Ein Vorteil fix zum Ändern auch nicht. Wir sehen, wir haben hier Schaden, Nachlade, physisch, Magazin und Schaden gegen leidende Ziele. Der Schaden hier oben würde ich ändern auf kritischer Schaden. Dann Nachladegeschwindigkeit bleibt, Magazingröße würde ich verändern für Crit-Chance. Physisch bleibt und hier Schaden gegen leidende Ziele passt bei uns ja in dem Fall gerade nicht, weil wir ja Verlangsamen haben. Dementsprechend müssten wir hier natürlich Damage an verlangsamte Ziele machen und dann kann man das besser testen. An sich finde ich die, wie ich bereits, also erstmal sieht die cool aus. Die hat hier wie die anderen Eventwaffen so eine Lampe. Ihr seht, die leuchtet auch an der Wand. Ja, das heißt, wenn ihr mal was nicht seht, einfach ranzoomen und dann glückt schon. So, wie gesagt, wenn ich die auf legendär Perks hätte, würde ich die auf jeden Fall legendär machen. Ich sag mal, weil es keine Waffe gibt, die wie die jetzt quasi ist. Also es gibt eine ähnliche Waffe, das wäre die Elektroschrotflinte. Die schießt quasi 3 oder 4 Schuss auf einmal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ist das natürlich, wie wir hier sehen, ein bisschen schwer zu zeigen, aus dem einfachen Grund, wieso kommt, das Lager ist am Arsch der Welt. Die ist auch physisch, dementsprechend machen wir natürlich jetzt erstmal weniger Schaden an den ganzen kleinen Viechern hier, also allgemein an den Elementviechern. Aber, wie gesagt, da hätte ich die Perks, würde ich die wahrscheinlich einfach hochperken zum Testen. Da hinten haben wir aber einen Zermalmer, den holen wir uns. Was gibt es zu der Waffe an sich zu sagen? Also vom Prinzip her, dass sie 2 Schuss schießt, finde ich erstmal gar nicht schlecht. Ja? Weil ihr seht, recht genau sogar. Also jetzt ist gar nicht so... Ne? Also die streut jetzt gar nicht so, wie man das vielleicht vermuten würde. Die schießt recht 2 Schuss konstant hintereinander. Wir sehen, wir machen ein guter Crit in 70.000, 80.000. Es würde natürlich, wie gesagt, hätte ich jetzt Perks dazu, wäre das natürlich wesentlich cooler. Ungeperkt wirkt die Waffe ein bisschen schwach, sage ich jetzt mal so. Aber ich sag mal, geperkt ist das wieder ein ganz anderes Thema an sich, ne? Ihr kennt das ja. Jo, ciao, mein Schatz. Durchschießen können wir natürlich auch. Vorausgesetzt, irgendwas nervt mich da. Boah, vom Arsch der Welt da hinten. So, range-technisch sehen wir es nicht so gut. Okay, hier haben wir jetzt zu dem hier. Also einmal, ne, ihr könnt quasi hier durchschießen. Oder ihr baut euch über die und ballert von oben drauf. Wir sehen 55.000. Jetzt machen wir mal rein theoretisch, wenn die 55.000 mit einem Hit macht, kann die das ja mit dem zweiten auch. Sprich, ungepirkt könnt die Waffe jetzt 114.000 raushauen mit einem Hit. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Aber im Vergleich jetzt zu einer Schwan, die jetzt rausgekommen ist, ist das dann doch ein Unterschied. So, an sich nehmen wir uns jetzt mal den Zermalmer vor. Wir buffen uns kurz. Wir sehen 68, 22. Also wir brauchen auf jeden Fall eine längere Zeit. Ihr seht es hier. Vor allen Dingen, da ja die Crit-Chance auch nicht so hoch ist. Dementsprechend würde ich mal sagen, brauchen ungefähr 2 Magazine und vielleicht 5-6 Schuss. Ich habe gerade zu früh nachgeladen, aber ist ja nicht ganz so schlimm gerade. Wie gesagt, ihr dürft euch jetzt nicht täuschen lassen. Die Waffe wirkt jetzt gerade ein bisschen schlecht, aber ich sag mal, ihr habt die jetzt gesehen, 68.000er Crit. Das mal 2 sind 100, also machen wir 70.000 auf und werden 140.000. Wenn ich jetzt auf der hier, wie gesagt, noch Crit Chance und Crit Damage hätte, ne, würden wir quasi hier dann noch eine Menge dazu bekommen. Ne? Also nochmal hier 135 dazu und hier wären wir dann wahrscheinlich bei 48% Crit. Das heißt, wir würden, einer der beiden Schüsse würde immer critten. Ja, okay, 48% ist nicht 50%, aber kommt sehr nah dran. Und
Jetzt ist natürlich die Frage, ich wurde schon gefragt, ob ich die pirken würde oder nicht, ob sich die lohnt oder nicht. Von der Spielweise her, wie gesagt, mag ich die. Vom Sound her auch. Ich habe jetzt natürlich die Sounds mal ausgemacht. In den letzten zwei Videos waren ja Sounds an. Einfach, dass ihr mal ein bisschen Sounderlebnis zu den neuen Waffen habt. Meine Sounds sind auf 0,1 eigentlich sonst eingestellt. Also dementsprechend eigentlich gar nicht so laut. Aber so ist das manchmal mit Epic. Ich krieg immer noch manchmal einen Herzinfarkt, wenn ich dann alles aus hab und dann auf einmal kommt dann so eine Stimme. Ihr müsst in die Höhe bauen. Meine Güte, das nervt. So, jetzt gehen wir hier zu dem. Ihr seht, drei. Okay, wir brauchen quasi 5 Schuss, also 10 insgesamt, ja. Wie gesagt, es kommt euch jetzt ein bisschen hoch vor. Wenn jemand die Waffe voll gepirkt hat, würde ich die gerne natürlich testen. Kein Problem. Weil an sich kommt es jetzt darauf an, was noch für Waffen demnächst rauskommen. Ich warte eigentlich immer noch auf den Revolver, der im Battle Royale draußen ist. Ich vermute, dass der hier demnächst dann auch reinkommen wird. Wenn das so ist, werde ich natürlich, wenn ich die Perks habe, erstmal den Revolver leveln. Aus dem einfachen Grund, da ich Shotgun an sich weniger spiele, wie andere Sachen. Also ich bin ja meistens eigentlich mit dem Entdecker unterwegs. Und Revolver an sich sind die stärksten Burstwaffen, also da kommt an sich waffentechnisch nichts hinterher, ja. Klar, wir haben dann hier einen Verheerer oder eine alte Betsy, die dann auch ihre 600.000er Hits raushauen. Das kann aber ein Revolver genauso. Und dementsprechend sind Revolver eigentlich mit die stärksten Waffen, was Burstschaden einfach angeht. Ne? Wie die Weißkopfwumme, der Duelant, dann, was haben wir noch? Mir fallen gerade die anderen Namen nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Das sind halt die starken Burstwaffen und die bevorzuge ich eigentlich immer. Dementsprechend. Aber wir sehen, wir sind ja jetzt halt natürlich in einer 100er Mission und ich kriege hier trotzdem eigentlich alles, ich sag mal, zügig down. Will nicht immer geslowt werden. So, noch ein Vorteil an der ist natürlich, der erste Schuss kann den treffen. Wenn wir direkt rüberziehen, treffen wir beide. Also so, ihr seht. Dementsprechend finde ich die Waffe vom Prinzip her schon ganz cool. Gepirkt, wie gesagt, werde ich die noch vorstellen, wenn ich irgendwann mal die Perks dafür habe. Kann aber noch ein bisschen dauern. Dementsprechend, aber vom Style her sieht die cool aus. Die sieht eigentlich so ein bisschen mit dem Schwan aus, mit dem dicken, fetten, runden Magazin da unten dran. Aber okay. Wow, da wäre ich fast in den Tod gesprungen. Alles klar. Jetzt werden wir uns noch einmal buffen und die noch umhauen und dann werde ich das Video auch beenden. Das heißt, los geht's. So, tot. Also ihr seht, selbst vom Wegstoßen her klappt das eigentlich wunderbar. Wir kriegen natürlich auch ein Lager geklärt, aber das ist halt ein bisschen umständlicher. Munitionsverbrauch natürlich ist hier höher als bei einer normalen Shotgun, die nur einen Schuss verbraucht. Ne? Wir verballern ja immer 2 Schuss auf einmal. Okay. Und die hier. Also ihr seht, wir kriegen auf jeden Fall alles down damit. Wo ist er hin? Was macht er denn da oben? Ah, 70.000, 68, 80. Also ihr seht, wenn beide Hits hochkritten können, hat die Waffe auf jeden Fall ein enormes Potenzial. Ja. Und das darf man halt dann nicht unterschätzen. Weil, wie gesagt, für so kleine Viecher, wir haben ja im Normalfall Granaten oder Skills. Oder wir nehmen dann halt, wie ich in dem besten Shotgun-Setup vorgestellt habe, einfach die anderen Waffen. Sprich, eine Dragona oder irgendwas Vergleichbares in der Art. Und dann lübt das auch ganz gut. Also ihr seht, Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich finde es halt gerade schade, dass ich die nicht full perken kann. Aber das dauert auf jeden Fall, wie gesagt, da ich zeitlich momentan durch die Arbeit mehr mache als sonst, ist das halt, komme ich gar nicht mehr momentan so viel zum Farmen. So, mal.
Das war schlecht gebaut. Aber ihr seht, 60, 70.000, 111.000. Also ihr seht, die Waffe kann so auch schon Hits raushauen. Selbst wenn ich jetzt hier, wir sehen ja, die ist grau, grau, grün, blau, blau, ja. Also, ne, die, das hier hochpumpt ein bisschen Magazingröße hier, also die Skills verändern und dann ist die Waffe schon wieder einfach enorm krass, ja. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst, bye bye.